Es ist so, wenn ein Hund so oft bricht, das heißt jeden Tag bricht, ist das nicht physiologisch, das ist nicht normal. Wenn das genau mit dem Fütterungswechsel zusammenhängt, ist es wahrscheinlich, dass das die Ursache ist. Man müsste nur zusätzlich abklären, ob der Hund vielleicht eine Mandelentzündung hat oder eine Gastritis hat. Das heißt, eine Entzündung im Magen-Darm-Bereich oder im Atmungstrakt, dann brechen sie auch sehr oft. Beides muss man achten. Was füttert die Dame roh? Füttert sie ein fettes Kopffleisch roh? Füttert sie Kuddelfleck? Füttert sie trockenes Kopffleisch? Ich würde einfach die Art des Barfuß hinterfragen, schauen, welche Art von Frischfutter sie momentan verwendet und dann auf ein extrem trockenes, leicht verdauliches, wie zum Beispiel Huhn, wechseln. Ja, das ist, Kaltfüttern ist oft ein Problem. Die Leute werden es tiefgefroren geliefert, tauen es zu spät auf und füttern es allgemein zu kalt. Habe ich einen Hund, der einen sensiblen Magen hat, ist das ein großes Problem. Es muss ausreichend warm sein, vielleicht sogar mit warmem Wasser übergossen. Und es kann auch sein, dass der Hund zu schnell umgestellt wurde aufs Barfen. Es kann einfach sein, dass der Hund von Industriefutter auf natürliches Futter von 0 auf 100 umgestellt wurde. Das sollte man eine Möglichkeit, das langsam zu machen zum Beispiel. Dem Hund einfach Zeit zu geben, bis sich der Magen dann an das anpasst. Es kann sein, dass speziell bei Ihrem Hund, ist aufgrund der Größe, der Physiologie des Magen-Darm-Traktes, dass es extrem sensibel ist und dass man nicht von einem Tag auf den anderen Tag umstellen kann. Normalerweise wird das gut vertragen. Wir stellen sehr viele Hunde routinemäßig um, auch schlagartig, und es gibt keine Probleme. Aber wenn er sensibel ist, kann das einfach dauern. Wir brauchen länger für diese Umstellungsphase. Ich sehe, wenn wir über das Thema Gastritis sprechen, ist sehr oft die Ursache in Wirklichkeit, dass das Futter zu kalt ist. Es wird zu spät aus dem Tiefkühler rausgenommen, wird meistens tiefgekühlt geliefert und dann hat es noch lange nicht Zimmertemperatur, sondern 6 Grad, 7 Grad und nicht 20 Grad. Man sollte schauen, dass das Futter wirklich annähernd Zimmertemperatur hat und wenn es das nicht erreicht hat, einfach mit kochendem oder warmem Wasser übergießen, damit es ein bisschen sich durch und durch erwärmt. Das kann schon ein bisschen den Hund, den Magen belasten. Ich würde Frischfleischfutter auf ganz trockenes, besser qualitatives Kopffleisch oder Huhn umsteigen und eventuell ein bisschen schlatzig gekochten Reis dazu geben, weil der Reis hat so viel Schleimbildner. Und diese Schleimbildner gleiten den Magenschleimhaut aus und ich würde nicht sehr viel auf einmal füttern. Also nicht eine Tagesportion auf einmal, wenn der Hund 3 Jahre alt ist ein erwachsener Yorkie, könnte man theoretisch auch nur einmal füttern. Wenn er sehr sensibel ist, würde ich ihn vielleicht auf zweimal füttern und sehr viel lange durchgekochten Reis, wo viel Schleimstoffe drin sind, geben, die Magenhaut ein bisschen schützen. Und natürlich auf die Temperatur achten des Futters. Sollten Sie noch Fragen haben, irrelevant, ob zur Fütterung oder tierlichen Fragen, dann fragen Sie einfach mich, den Giebel, und posten Sie hier.